Heute bin ich in Hamburg und besuche meine Ex-Frau. Die hat mit der Kohle, die sie mir bei der Scheidung abgeknöpft hat, ein Restaurant aufgemacht mit ihrem neuen Freund, dem Bernd, dem dummen Arschloch. Also, ich habe ja schon viel gesehen, aber so eine abgeranzte Kaschemme. Kein Wunder, dass der Laden nicht läuft. Ich warte jetzt schon seit 10 Sekunden und es ist immer noch keine Bedienung da. Ist da jemand? Christian, was willst du denn schon wieder hier? Christian Rach ignoriert die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg, die es ihm verbietet, sich dem Restaurant seiner Ex-Frau bis auf 500 Meter zu nähern. Sag mal, kannst du Freak uns nicht einmal in Ruhe lassen? Also, was mir hier sofort auffällt, der Typ, für den die Karin mich verlassen hat, ist gerade mal 1,50. Hier muss was passieren. Karin, Mausi, mal Hand aufs Herz. Was hat die Kröte, was ich nicht hab? Er kann kochen. Und er hat einen Riesenschwanz. Christian Rach ist zu Gast bei seiner Ex-Frau und ihrem neuen Freund Bernd. Die Geschäfte laufen super. Bernd hat gerade seinen dritten Michelin-Stern bekommen und der Laden ist immer auf 6 Monate ausgebucht. Christian, das Essen geht aufs Haus, aber danach verschwindest du bitte. Oh, Karin, jetzt nicht böse sein. Oh, aber bei dem Essen kriegt man kein bisschen runter. Könnte das der Grund dafür sein, warum es finanziell nicht läuft? Es geht uns hervorragend, Christian. Aber Karin, der Maserati vor der Tür, der ist nicht von euch. Doch, beide. Also meine erste Analyse, so eine dicke Karre, da hat der Bernd bestimmt was zu kompensieren. Ja, seinen sehr, sehr großen Penis. Christian Rach ist außer sich. Der Ein-Sterne-Koch kann es nicht ertragen, dass seine Ex-Frau nun mit einem erfolgreichen Drei-Sterne-Koch zusammen ist. Karin, komm zurück Christian. Zu mir. Wir waren noch so ein gutes Team. Christian, bitte geh jetzt. Bernd ruft schon die Polizei. Die sollen ruhig kommen. Es war ja klar, dass der Wurzelzwerg nicht den Mumm dazu hatten, sich mit mir anzulegen. Ein Stern, 3 Sterne. Also, ich hab für heute getan, was ich konnte. Ich komme morgen noch mal wieder, um herauszufinden, was die Karin an dem Cocktailwürstchen findet.